So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen über Wasseraufbereitung sprechen. Speziell habe ich da ein neues Gerät. Dieses Ding hier, das ist der Katadyn B-Free. Das ist ein Hohlmembranfilter. Ganz ähnlich von der Grundstruktur, von der Funktionsweise wie die Sawyer Squeeze Filter. Hat man garantiert schon mal bei irgendeinem Influencer des eigenen Vertrauens einen gesehen, inklusive mir. Ich hatte auch mal einen, war damit nicht so wirklich glücklich und bin damit nicht warm geworden, bin es bis heute auch nicht. Das heißt nicht, dass die deswegen schlecht sind, aber jeder muss halt sich so die Ausrüstung zusammenstellen, wie es für ihn persönlich den eigenen Bedürfnissen am besten entspricht. Und da gefällt mir der hier besser. Ja? Und warum? Das ist Teil dieses Videos. Diverses anderes drumherum ist auch noch Teil dieses Videos, weil sonst wäre es ja zu kurz. Das geht natürlich nicht. Ich habe ja einen Ruf zu verteidigen. Gut, also folgendes. Wasseraufbereitungssysteme, ich sage jetzt bewusst Aufbereitungssystem, weil Wasserfiltersystem, das wäre ja wirklich dann ein richtiger Filter. Ja? Ich habe aber schon diverse Wasseraufbereitungssysteme, also auch Sachen, die kein Filter sind. Im Prinzip ist fast alles durchprobiert vom Grundsystem, was es da überhaupt gibt auf dem Markt. Und habe es diverse Male durchgetauscht und habe jedes Mal ein Video dazu gemacht. Und das ist jetzt quasi auch im Stil von, ich habe neue Wasseraufbereitungsmethode, die mir gerade super gefällt und die ist jetzt Nonplusultra und das muss ich euch erzählen. Ja, so in dem Stil. Die anderen davor, die haben auch alle funktioniert. Wer also so ein altes Video sieht, die Argumente, die ich da bringe, weshalb das angeblich toll ist, die sind nicht falsch geworden inzwischen. Ja. Meine Begeisterung ist inzwischen allerdings ein bisschen zurückgegangen. Das muss man im Hinterkopf behalten. So, gehen wir schon immer noch die Sachen durch, die uns denn potenziell krank machen könnten im Wasser, der Vollständigkeit halber. Ich habe das schon an anderen Stellen erklärt, aber das ist lange her, deswegen möchte ich es hier einfach nochmal machen und das Video muss wie gesagt lang genug werden, habe ich ja schon erwähnt. Also, was gibt's da? Es gibt da die berühmten Schwermetalle, vor denen haben ganz viele Leute Angst. Was sind Schwermetalle? Blei, Cadmium, Cäsium, ja, also haufenweise Sachen, die recht weit unten und eben entsprechend mit einem hohen Molekulargewicht im Periodensystem der Elemente drin stehen. Und die sind alle gar nicht gesund. Ja, Blei ist vielleicht noch der bekannteste Vertreter. Gut, was macht man mit denen? Die kriegt man im Grunde aus dem Wasser nur dann raus, wenn man einen Spezialfilter hat, der über Chemoabsorptionselemente verfügt. Ein Filter, der Aktivkohle drin hat, der hilft auch bis zu einem gewissen Grad. Und ja, das sind die beiden Möglichkeiten. Also Aktivkohle holt ein bisschen was davon raus, Chemoabsorption fast alles. Ganz geht nicht. Beides ist relativ schwierig und sperrig zum Mitnehmen, kann man aber machen, wenn man irgendwo unterwegs sein möchte, wo Schwermetalle eine Rolle spielen, dann macht das natürlich durchaus auch Sinn. Wo spielen Schwermetalle eine Rolle? International hier und da, in Deutschland im Prinzip bloß in den Bergbaugebieten. Also entweder Kohleabbau, Erzabbau, Silberbergwerk, egal, sucht euch was aus. Wenn das Wasser, das ihr trinken wollt, durch eine ehemalige Bergbaulandschaft und durch eine Halde fließt, wo irgendwelches Zeug angehäuft worden ist, dann ist die Chance, dass es mit Schwermetallen angereichert ist, durchaus gegeben. Überall sonst spielen die quasi keine Rolle. Ja, diese Spezialfilter, die haben den Nachteil, dass sie nur sehr wenig Wasser schaffen. Sie haben, also bevor sie verbraucht sind, bevor sie quasi verstopft sind und man sie nicht mehr verwenden kann. Und sie haben den Nachteil, dass sie ziemlich teuer sind. Ja? Damit ist man insgesamt also mit anderen Filtermethoden, solange Schwermetalle keine Rolle spielen, besser beraten. Ja, wenn sie eine Rolle spielen, dann braucht man sowas natürlich. Tatsache. Gut, dann gibt es chemische Verunreinigungen vom Wasser. Also irgendwelche Chemiereste aus der Industrie, die da eben drin rumschwirren. Das können irgendwelche Waschmittel sein, irgendwelche Katalysatoren sind das gerne mal, irgendwelche Reststoffe aus Industrie verschiedener Art und so weiter. Das, wenn das im Wasser landet, ungefiltert, das ist heutzutage in Deutschland nur noch ganz, ganz selten der Fall, würde ich jetzt mal behaupten wollen, mag aber noch mal vorkommen und drum sollte man einfach im Zweifel kein Wasser in der Nähe von irgendwelchen großen Industriegebieten saufen, insbesondere kein Wasser, das unterhalb von großen Industriegebieten unterwegs ist, weil nur dann kann da auch wirklich was eingeleitet werden, weil selbst für ein großes Industriegebiet lohnt es sich nicht, das Wasser den Berg hoch zu pumpen, um es da irgendwo in den Bach reinzuleiten. Runter ist billiger. So,
kriegt man das irgendwie raus? Zum Teil ja, in vielen Fällen aber auch gar nicht. Wenn, dann sind das die gleichen Spezialfilter, die auch zuständig sind für die Schwermetalle. Jetzt nenne ich doch mal zwei Produkte. Das wäre einmal der Grail, was auch immer, so ein orangener Becher im Prinzip. Hat man vielleicht schon mal gehört, vielleicht schon mal gesehen. Der kann das. Und was noch kann, sind die Sawyer Select Wasserfilter. Also die gibt es von S1 bis S3. Der S3, also der krasseste von denen, der kriegt so ein Zeug auch größtenteils, zumindest größtenteils eben raus. Also nur, um das mal beim Namen zu nennen. Gut, beides. Sowohl Schwermetalle als auch eben diese Chemikalien. Beides ist halt eben normalerweise im Wasser, das wir im Wald finden können, nicht vorhanden und spielt daher nur eine untergeordnete Rolle für die normale Outdoor-Wasseraufbereitung. Man muss sich da wirklich keine großen Gedanken zu machen, wenn man nicht im Industriegebiet unbedingt Wasser filtern möchte. Ja, nochmal. Das ist hoffentlich klar. Und mich persönlich stört das auch überhaupt nicht, dass das potenziell existieren könnte. Ich mache da einfach einen Bogen um die entsprechenden Gebiete und dann habe ich auch noch nie irgendwie Sorge gehabt, dass Schwermetalle oder chemische Verunreinigungen in meinem Wasser drin sein könnten. So. Persönliche Erfahrung. So, was gibt's noch? Es gibt Viren. Viren sind normalerweise, so wie sie im Wasser in der Natur vorkommen, ganz, ganz selten in unseren Breitengraden, muss man noch dazu sagen, kühlgemäßigte Zone. Das gilt übrigens auch für andere Bereiche der kühlgemäßigten Zone, also einmal rund um den Globus. Solange ihr in der recht kühlen Ecke unterwegs seid, werdet ihr im Wasser. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass ihr humanpathogene Viren findet. Da sind schon Viren drin, Pflanzenviren, Viren für irgendwelche anderen Tiere. Aber dass es Viren sind, die uns als Mensch krank machen können, ist halt eher sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ja, auch wenn die Option besteht, dass irgend so ein Virus, der im Wasser ist, mutiert und jetzt plötzlich humanpathogen, also für den Menschen potenziell gefährlich sein könnte. Das besteht so ein kleines Mini-Restrisiko. Es ist wahrscheinlich, dass euer in der Küche blubbernder Spinat höhere Intelligenz entwickelt und mit euch über Dostojewskis Spätwerk diskutiert. Vielleicht nicht ganz, aber ungefähr so. So. Will man trotzdem auf Nummer sicher gehen oder ist in einer Region der Welt unterwegs, wo Viren im Wasser eine Rolle spielen, sprich alles, wo es wärmer ist, Tropen, Subtropen, sowas, dann braucht man eine Wasseraufbereitungsmöglichkeit, um das Zeug wegzukriegen. Was tut das? Womit kriegt man Viren weg? Also zunächst mal gibt es Spezialfilter, die so super fein sind, die sind zwar absolut irre bescheuert zum Verwenden, weil sie eine massiv miserable Wasserdurchflussrate haben. Das heißt, man nuckelt da ewig drin rum, bis man endlich mal wenigstens ein bisschen was getrunken hat. Das macht keinen Spaß, würde ich von abraten wollen. Da gibt es bessere Methoden. Oder man nimmt chemische Wasseraufbereitung, zum Beispiel Micropur Forte, um wieder mal ein Produkt zu nennen. Killt Viren 100% zuverlässig, kein Virus überlebt das. Übrigens Bakterien und einzellige Eukaryonten kriegt man damit auch tot. Ja, so. Außerdem UV wäre auch eine Option, wenn man einen UV-Lichtwasseraufbereiter hat. Das sind so ein lustiger Leuchtstab, den man ins Wasser hält. Habe ich auch mal im Video gezeigt. Habe ich jetzt nicht dabei. Der killt auch Viren zuverlässig. Und abkochen. Abkochen killt ebenfalls. Ja, sollte eigentlich nahezu jeden pathogenen Virus, der für uns eine Relevanz hat, abtöten. Das sind so die Möglichkeiten. Gut. Dann gibt es Bakterien. Bakterien sind vielleicht so das Häufigste, was wir im Wasser antreffen werden, was uns potenziell krank machen könnte. Wie kriegt man die tot? Mit allem, was euch einfällt. Also UV-Licht, chemische Wasseraufbereitungsmittel, Hitze, also sprich abkochen, man kann sie rausfiltern. Was kann man noch? Na, das war es im Grunde, ja. Das sind so die Möglichkeiten. Und irgend so ein Ultrafilter, der schon Schwermetalle und Chemikalien rausbekommt, der lacht nur, wenn man dem mit Bakterien kommt. Das ist also auch logischerweise damit drin. Gleiches gilt für Viren. Die werden von so einem Ultrafilter natürlich auch abgehalten. Gut, das zu den Bakterien. Und dann gibt es noch die eukaryontischen Einzeller oder zumindest wenig Zeller, sage ich jetzt mal. Klassische Beispiele wären Streptokokken, glaube ich. Ist das? Weiß ich noch gar nicht genau, jetzt hundertprozentig. Jedenfalls die Amöbe. Wer eine Amöbenruhr mal gehabt hat oder davon schon mal was gehört hat, das verursacht die schöne Amöbe. Ein ganz lustiges Viech, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Blob und kriecht als Haufen
schleimige Substanz, sehr kleine schleimige Substanz, in der Gegend rum und macht dann Leute krank, möglicherweise. Ja? Also ganz was Sympathisches, diese Amöbe, das wäre ein einzelliger Eukaryont, ja? Also ein einzelliger Eukaryont, so rum. Und wie kriegt man die tot? Ja, im Regelfall mit dem gleichen, mit dem man auch Bakterien tot kriegt. Sie sind sogar noch ein bisschen größer als Bakterien, heißt, sie sind relativ simpel, mechanisch mit einem Sieb. Also sprich einen Wasserfilter. Ein Wasserfilter ist nichts anderes als ein super feines Sieb, sind die recht gut aus dem Wasser zu entfernen und dann ist man sie auch los. So. Und dann gibt es noch rein technisch gesehen noch die Prione. Das ist ein super, super seltener, hochentwickelter, hochkomplexer Krankheitserreger. Die kann man entweder rausfiltern, weil die recht groß sind, dann sind wir wieder bei sowas, oder man kann sie vernichten, indem man mit Natriumhypochlorid auf sie losgeht oder ähnliche Stoffe, die auf Chlor- und Natrium- oder Kaliumbasis oder Jod, es gibt auch ein Jod-Chlor-Gedöns, ach, ich kriege es mir ganz zusammen, aber jedenfalls auf chemische Basis kriegt man sie kaputt und mit dem Filter sorgt man dafür, dass sie einfach nicht ins Wasser reinkommen, dann passen sie nicht durchs Sieb und müssen draußen bleiben sozusagen. Gut, das waren die möglichen Dinge, die im Wasser eine Rolle spielen. So, jetzt zu meiner Historie. Was habe ich zuletzt benutzt? Zuletzt habe ich zur Wasseraufbereitung benutzt Micropur Forte von Katadyn. Katadyn ist auch der Hersteller von dem Zeug. Katadyn ist auch der Hersteller von verschiedenen UV-Wasseraufbereitern. Katadyn macht eigentlich in jedem Sektor der Wasseraufbereitung irgendwas. Die sind Marktführer, ist ein Schweizer Unternehmen. Durchaus was mit einem gewissen das muss ja qualitativ hochwertig sein, Faktor. Ja? Zumindest für mich spielt das eine Rolle. Egal. Leider machen sie auch diese unsäglichen Trekking-Mahlzeiten. Die sind für das, was sie können, einfach so unglaublich teuer, dass das ein bisschen die Schattenseite auf Basis von dem eigentlich ansonsten tollen Unternehmen Katadyn irgendwo ist, für mich persönlich. Ne? War gut, aber gut. Ja, das habe ich bisher verwendet. Warum? Weil davor habe ich einen UV-Wasseraufbereiter verwendet. Der Grund, weshalb ich den UV-Wasseraufbereiter jetzt nicht mehr nehme und lieber mit Micropur Forte rumrenne, ist schlicht und ergreifend ein wesentliches ausschlaggebendes Kriterium, nämlich, also zwei eigentlich. Erstens, ich brauche nur ganz selten Wasser aufbereiten. Ich bin inzwischen sehr gut im Trinkwasser finden, im Ready-to-Drink-Water finden, ne? Also gar nicht noch irgendwas reinkippen, sondern finden, trinken, gut ist. Das heißt, ich muss das nur noch ganz, ganz selten machen. Und wenn ich das nur noch ganz, ganz selten mache, dann reicht es mir wirklich, dann sehe ich nicht ein, weshalb ich ein vergleichsweise schweres Elektrogerät zum Aufbereiten von Trinkwasser, also so ein Steripen, so ein Solarwasseraufbereiter mitschleppen muss. Wenn ich doch stattdessen einfach eine Handvoll winzigster Tablettchen, die wirklich nichts wiegen, irgendwo im Erste-Hilfe-Set unten drin rumliegen haben kann und gut ist. Ja? Und drum war das jetzt bisher so die Lösung meines Vertrauens. Warum brauche ich jetzt überhaupt was anderes? Ja? Weil, nicht weil ich jetzt Angst habe vor Prionen, für die wäre ja ein Wasserfilter auch die Lösung der Wahl, sondern weil ich tatsächlich inzwischen Angst habe vor einer besonderen Form von Bakterien, die habe ich jetzt bewusst noch nicht genannt, die ein bisschen anders sind als andere Bakterien. Normalerweise, Bakterien befallen unsere Zellen und nisten sich da ein und machen da dumme Sachen und bringen die quasi irgendwann dann auch um, ja, und vermehren sich dann und so weiter und so weiter. Das machen die meisten Bakterien, die gefährlich sind. Es gibt aber noch eine Ausnahme, es gibt auch noch Bakterien, die in sich selber Gift einschließen, damit sie eben keiner fressen möchte. So, und das ist ein Thema, weil wenn wir eine mit Gift gefüllte Bakterienzelle irgendwie durchlöchern, durch UV-Strahlen, durch chemische Wasseraufbereitung, durch Hitze sie zum Platzen bringen, ja, dann ist die zwar kaputt und die lebt dann nicht mehr und die richtet keinen Schaden mehr an, aber innen drin ist ja Gift und das fließt jetzt aus. Und wo fließt das hin? Ja, ins Wasser. Und was wollen wir trinken? Genau das. Und dann ist das ein Problem. Ja. Und diese Bakterien sind vor allen Dingen, da gibt es noch ein paar andere, aber die, die eine Rolle spielen, sind Cyanobakterien, beziehungsweise dann auf eukaryontischer Ebene gibt es das auch, als Grünalge. Ne? Oder Blaualge, heißen die Blaualgen? Warum heißen die auch immer die Blau heißen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls Algen und Cyanobakterien, das sind jeweils die Viecher, die Bakterien und
und super primitive Pflanzen, die da eine Rolle spielen und eben dieses Gift eingelagert haben. Und wo kommen die vor? Naja, theoretisch in jedem nicht schnell fließenden Gewässer wäre es möglich, dass die drin sind. Ja, und kleine Konzentrationen können von denen schon sehr, sehr gefährlich sein. Schluckt man die, befallen die zwar nicht unsere Zellen, aber in der Magensäure werden sie zerstört, dann wird das Gift frei und dann hat man dieses Gift eben entsprechend im Magen. Manches davon mag im Magen kaputt gehen, andere tun es nicht. Und da man nicht weiß, mit wem man es genau zu tun hat, sollte man im Zweifel lieber davon ausgehen, dass es irgendjemand ist, der ziemlich tödlich sein kann. Ja, und da gibt es leider welche, die das sehr wohl eben sind. So. Und vor denen habe ich inzwischen ein bisschen Respekt bekommen, weil man es nicht immer vermeiden kann, dann doch mal nicht mal Wasser aus einem langsam fließenden Gewässer aufzunehmen. So, und wenn du jetzt normalerweise eben Mikropur und Abkochen unterwegs bist, also die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zum Wasser aufbereiten, dann hilft halt beides nicht gegen Cyanobakterien. Das Einzige, was gegen Cyanobakterien und Algen hilft, ist ein Sieb. Ja? Weil man muss einfach vermeiden, dass die Dinger einem überhaupt ins Wasser reinkommen. Sie zu töten bringt nichts, sie müssen draußen bleiben. So. Und da kommt jetzt eben der Wasserfilter ins Spiel. Und da dieses Teil hier 50 Gramm oder sowas wiegt, also wirklich fast nichts. Und wenn man den Kopf hier noch daheim lässt, ja, diesen da, den braucht man nicht unbedingt, der ist optional, dann wiegt er wirklich nur noch 50 Gramm. Und dieses kleine winzige Ding zusätzlich mitnehmen, das tut nicht besonders weh. Haken, man braucht noch ich sitze wahrscheinlich drauf, ah ja. Man braucht noch diesen Sack zum Wasser einfüllen, zum Filter da reinschrauben. Zum Beispiel diesen Sack. Es gibt noch Alternativen. Also den muss man auch noch mitnehmen, weil es wiegt der auch gefühlt gar nichts. Also der ist wirklich, der ist kaum spürbar, dass das überhaupt irgendein Gewicht hat. Also wirklich eine sehr, sehr leichte Ergänzung, die man noch mitnehmen kann. Würde ich inzwischen wirklich absolut empfehlen. Entweder den hier oder ein Konkurrenzprodukt. So, und der Rest vom Video ist jetzt die Frage, warum den hier und nicht das Konkurrenzprodukt für mich. Für mich wohlgemerkt. Es mag Leute geben, für die das Konkurrenzprodukt tatsächlich besser geeignet ist. Und wir dürfen ja Markennamen durchaus nennen, wenn ich mir die Mühe mache, das alles hochwissenschaftlich zu vergleichen, dann darf man auch eben die entsprechenden Produkte nennen, zumal ich da unabhängig bin, nichts davon irgendwie eine Kooperation mit irgendwem ist, auch nicht mit Katadyn. Nämlich, das Konkurrenzprodukt ist der Soja Mini, hat man bestimmt schon mal gehört, wenn nicht, einfach mal googeln. Es gibt dazu 837 Quadrillionen YouTube-Videos, die haben jede Menge von diesen Filtern als alle möglichen Influencer damals rausgehauen, die einen haben wollten, und dementsprechend ist das Ding unglaublich beliebt geworden und unglaublich bekannt. So, Katadyn hat das nicht gemacht, die haben davon deutlich weniger rausgehauen, beziehungsweise ein bisschen war es wohl auch noch, und langsam gelingt das Ding auch an gewisser Bedeutung. Der Fairness halber muss man sagen, dass Soja, das ist eine US-amerikanische Firma, nur zur Info, wo die herkommen, die sind schon sehr lange im Geschäft mit den Hohlmembranfiltern. Das hier ist ein Hohlmembranfilter, das heißt, wir haben da drin eine Membran, das heißt ein mikroporöses Kunststoffgewebe, Kunststoffgebilde, das ganz kleine Löcher aufweist, die sind quasi das Sieb und da dringt das Wasser rein, fließt dann durch das Loch und kleinere Sachen, größere Sachen als Wasser kommen da im Prinzip nicht mehr durch. Oder halt eben Schwermetalle und so weiter, die sind auch nicht so klein, dass sie da nicht mehr durchpassen würden, also nicht so groß, dass sie da nicht mehr durchpassen würden. Und das ist im Prinzip schon das Prinzip. Stellt euch einfach ein super feines Sieb vor, fertig, langt. Ja, und dieses Filterprinzip aufgrund dieser Plastik, dieses Plastiksieb sozusagen, mit dem wir es hier zu tun haben, damit haben tatsächlich mehr Erfahrung diese Soja-Menschen aus den USA. Die haben das, glaube ich, vorher entwickelt, bevor Katadyn sowas auf dem Markt hatte. Katadyn, muss man aber auch der Fairness halber sagen, ist in allen anderen Wasserfiltertechniken der Marktführer und macht auch gar nichts anderes als Wasserfilter zu bauen und dreckige Mahlzeiten. Aber sonst nur Wasserfilter und ja, das ist so. Gut.
Das Konkurrenzprodukt, das kennt man ja sicher, habt ihr jetzt garantiert schon mal gesehen, wenn nicht, an dieser Stelle wirklich mal gerne angucken. Das ist im Grunde ein Filtersystem, das ähnlich aussieht wie das hier. Der Aufbau ist auch grundlegend ähnlich. Wasser geht hier rein, kommt auf der anderen Seite raus und zwischendrin befindet sich eben dieser Hohlmembranfilter. Das ist im Grunde wirklich genau dieselbe Technologie, wie hier auch verwendet wird. Dieses Sieb, das einfach die größeren Sachen aus dem Wasser raussiebt und da drüben kommt es raus. Wie man das im Detail löst, da sind jetzt die Unterschiede. Nämlich der hier, der funktioniert im Grunde so, dass man dieses Ding ins Wasser reinhält, dann sitzt hier diese Membran offen drin. Ja, man kann die sehen, wenn du so nett wärst, das scharf zu stellen, liebe Kamera. Muss ich nicht. Ja, genau. Also man kann hier drin diese Membran sehen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und die ist eben dafür da, das eigentliche Sieb. Also das Sieb selbst sieht man. Ja, man sieht es auch, wenn man hier reinguckt. Da kommen die dann raus, diese Hohlmembranstrengel. Und sind dann... Ja, da kommt dann das gereinigte Wasser, das gesiebte Wasser, kommt dann da raus. Ja? Bei der Konkurrenz findet das so ähnlich statt, aber dieser Körper hier ist geschlossen und da unten gibt es noch einen Anschluss. Hier gibt es keinen Anschluss. Ne? Das fließt da ja alles, der ist ja offen, deswegen braucht der auch keinen Anschluss unten. Aber da gibt, bei der Konkurrenz gibt es da einen Anschluss, das Ding ist zu und das Wasser fließt hier rein und kommt da drüben gereinigt raus. Man hat keine Möglichkeit mitzubekommen, was im Inneren des Filters sich abspielt. Das ist ein geschlossenes System. Dadurch, dass das ein geschlossenes System ist, ist es möglich, dass man, wenn man ganz viel Wasser in dieser Richtung hat durchfließen lassen, durch das Sieb und irgendwann sind die einzelnen Löchlein im Sieb dann ein bisschen verstopft, weil man ja nicht immer reines Wasser filtert, sondern auch Wasser mit was drin. Und wenn dieses was drin genau die richtige Größe hat, um die Löcher zu verstopfen, dann sind die irgendwann verstopft. So, und bei der Konkurrenz funktioniert es jetzt so, dass man dann hier eine Spritze oder irgendeine improvisierte Methode verwendet, um mit Druck Wasser hier wieder auf der anderen Seite reinzuquetschen, um dann quasi mit Druck den Dreck, der die Löcher verstopft, hier wieder rauszuspülen auf der anderen Seite. Ja? Und der Hersteller gibt an, also Sawyer gibt an, dass diese Tatsache, dass man das so machen kann, das ist das Revolutionäre bei denen, da haben die, glaube ich, auch ein Patent drauf und das kann man auch ganz super finden. Und da geben an, dass man damit eine unglaublich hohe Filterleistung erreichen kann, weil man immer wieder das Ding quasi sauber spülen kann. Dann ist er wieder so gut wie neu und dann kann er wieder verwendet werden. Und da kommt man dann auf irre hohe Zahlen an Wasser, die sich theoretisch mit so einem Filterpatrönchen von Sawyer dann filtern lassen würden. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber irgendwie über 100.000 Liter, also wirklich irre hohe Zahlen. So. Soweit so schön. Alles gut, kann der hier nicht. Der kann 1000 Liter nach Herstellerangabe und auch nur bis zu 1000 Liter. Wir dürfen also in der Praxis davon ausgehen, dass es selten wirklich die 1000 Liter sein werden. Wenn wir mal 500 hinkriegen, wäre ich persönlich schon zufrieden. Ich habe den jetzt noch nicht mit 500 Litern Wasser getestet. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal eingesetzt, durchaus. Und das ist auch irgendwo der Verwendungszweck. Das muss man sich auch mal klar machen. Der Hersteller gibt an, wofür ist dieses Ding da? Für gelegentliches bis seltenes Wasserfiltern. Wenn man mal hin und wieder mal auf Natur das Teil einfach in den Rucksack geschmissen hat, was nichts wiegt und sich dann mal gerne ein bisschen Wasser filtern möchte, da hat man den halt dabei, so als zusätzliche Sicherheit, damit man dann auch vernünftiges Wasser bekommt. Gebaut ist das Ding nicht als Wasserfilter für eine 4-Jahres-Expedition einmal komplett durch die Sahelzone von Afrika zu Fuß oder irgendwie solche Späße. Dafür ist der einfach gar nicht ausgelegt. Das ist daher von meiner Seite aus immer ein bisschen schwierig, wenn man an Produkten rumnörgelt, weil sie irgendwas nicht können, was sie gar nicht können sollen, laut Hersteller, wofür sie gar nicht konzipiert sind. Da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Gut, jetzt ist die Frage, inwiefern der Sawyer Mini für sowas gebaut worden ist, wahrscheinlich auch nicht. Die sagen aber nicht dazu, dass er für sowas nicht geeignet wäre und deswegen wird er für sowas auch gerne benutzt und es hat schon Situationen gegeben, in denen das funktioniert hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also Leute haben schon extremste Reisen unternommen, nur mit so einem Sawyer Mini zum Wasserfiltern und sind gesund daheim angekommen.
Wenn man, das ist jetzt wichtig beim Thema Wasserfilter, am Ende einer Tour feststellt, dass man gesund geblieben ist, dann kann das zwei mögliche Ursachen haben. Mögliche Ursache Nummer eins, man hatte einen prima Wasserfilter. Mögliche Ursache Nummer zwei, man hat überhaupt kein Wasser gesoffen, in dem irgendwelche Krankheitserreger drin sind. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, ist letzteres ein durchaus sehr realistisches Szenario. Und da heutzutage die Zahl der Wasserhypochonder drastisch ansteigt, also der Leute, die ständig denken, oh, das kann ich nicht trinken, das ist giftig, obwohl es im Grunde wirklich vertretbares Trinkwasser gewesen wäre, die Zahl dieser Leute steigt und steigt und steigt. Und damit steigt die Zahl von Wasserfilteranwendern an Stellen, wo es überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Und mit erfolgreicher Anwendung eines Wasserfilters, heißt man hat das Wasser da durchgejagt und ist nicht krank geworden, wird halt immer mehr die am meisten verkauften Wasserfilter immer mehr zum Kultgegenstand und gelten immer mehr als ganz, ganz toll, weil sie verhindern, dass man krank wird. Ja, die Wahrheit mag irgendwo dazwischen liegen, wir werden es nie erfahren, inwiefern es jetzt wirklich am Filter liegt, inwiefern das Wasser einfach gar nicht kontaminiert gewesen ist und so weiter und so weiter. Alles in allem genießt der Sawyer-Wasserfilter doch einen relativ guten Ruf, hat aber eben einfach noch ein paar Nachteile, die mich persönlich mehr stören als die paar Nachteile, die dieser hier hat. Der hat nämlich auch welche, absolut, absolut. Ja. Ich will gar nicht sagen, der sei die eierlegende Wollmilchsau oder sowas. Gut, und was stört mich am Sawyer? Das geschlossene System. Ich kann den Filter nicht sehen. Wenn der Filter nämlich mal ein bisschen verstopfter ist, ja, und da schon viele Bakterien reingekommen sind, möglicherweise auch ein paar Pilzsporen reingekommen sind, die sind im ersten Moment völlig harmlos für uns zum Trinken, die gehen im Magen kaputt und machen da nichts weiter. Aber im Filter selber bleiben sie dann möglicherweise eben hängen und können dann keimen. Dann kann sich im Filter ein Pilz entwickeln, der von den anderen Mikroorganismen lebt, die da sonst so drin stecken. Das ist wie ein volles Sieb, das man nie ausleert. Ja. Drum ist es wichtig, dass man eben einen rückspülbaren Filter dann auch oft rückspült, damit sich da eben gar nicht erst so viel drin ansammeln kann, dass das irgendwie da drin wachsen könnte, was es sehr wohl kann, weil das eben ein geschlossenes System ist. Geschlossenes System bedeutet erstens, du siehst nicht, was drin passiert und zweitens, da drin herrscht ein Mikroklima, da drin ist es dauerhaft nass. Es ist möglich, die Teile trocken zu kriegen, ja, aber es ist aufwendig. Und wenn du das nicht machst, mit dem Aufwand, das Ding trocken kriegen, dann ist es halt nicht trocken. Und dann ist es halt nass. Und dann wachsen gerne Pilze. Und auch für Bakterien ist es super, wenn die ein feuchtes Milieu haben. Und wenn man dann noch wo unterwegs ist, wo es warm ist, dann wächst da drin auch ganz schnell ein kleines eigenes Ökosystem. Und durch dieses eigene kleine Ökosystem, das muss jetzt nicht unbedingt krankheitserregend sein, aber es ist halt doch auch recht wahrscheinlich, dass es das irgendwann wird, saugt man jetzt sein Wasser durch mit Druck. Ja, weil man mit der Flasche, um das Wasser hier durchzudrücken, das ist bei dem hier genauso, das ist bei allen dieser Filter so. Ja? Hier drückt man drauf und dann drückt man mit Druck hier das Wasser raus und damit könnte es ja theoretisch möglich sein, dass man mit dem Druck, mit dem man hier das Wasser durchdrückt, bei diesem Modell wie beim Sawyer, eben sich dann auch einzelne Bestandteile des im Filter lebenden Ökosystems mit durchdrückt. Und wenn es ganz kleine Sachen sind, wahrscheinlich sind sie nicht gefährlich, aber es kann halt eben sein. So, und ob man nun ein Ökosystem im Filterleben hat oder nicht, das sieht man beim Sawyer nicht. Und das ist einer der wesentlichen Elemente, die mich beim Sawyer stören. Hier sehe ich das. Ja, wenn der grüne anläuft, merke ich das. Wenn der schwarz anläuft, sehe ich. Wenn der sonst irgendwas macht oder irgendwelche Kieselchen und kleine schwarze Punkte drin hat, ich sehe das. Ja. Und das ist der springende Punkt. Und das halte ich für wirklich, wirklich wichtig, dass ich das optisch, für mich ist das wichtig, optisch überprüfen kann, ob denn mein Filter überhaupt zumindest noch optisch sauber ist. So, und das nächste, damit sich so ein Mikroökosystem im Filter bildet, muss der eben feucht sein. Das Ding, wenn das nass gewesen ist, schüttel, 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 kurz zum Trocknen irgendwo hinlegen, dann ist der trocken, fertig. Dann kann sich da gar nichts entwickeln, weil der ist dann trocken. Der trocknet einfach an der Luft. Wichtig für mich auch, wenn ich von Natur nach Hause komme, ich möchte so wenig wie möglich Ausrüstung aufräumen und sauber machen und so weiter und so fort. Ich muss das schon genug machen bei Sachen, wo es unvermeidbar ist. Jeder Gegenstand, den es entweder in pflegeleicht oder in pflegeaufwendig gibt, dann nehme ich immer die pflegeleichte Variante, weil ich persönlich, das kostet Zeit, das kostet Nerven und ich mache das nicht besonders gerne. Ich bin kein sehr ordentlicher Mensch, das ist nun mal so. Ja? Muss ich mich mit abfinden, meine Frau auch. Und das Ding, wie gesagt, Tour war,
Man hat jetzt damit unterwegs ein paar Mal Wasser gefiltert. Ja, man nimmt das so jetzt im Rucksack mit nach Hause, dann kommt man zu Hause an, dann nimmt man es raus, dann muss man Folgendes tun. Ja, abschrauben, schüttel, 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 da hat man ein paar Wassertropfen in der Bude, wenn nicht, geht man kurz nach draußen oder unter die Spüle oder in die Dusche oder was auch immer. Schüttel, schüttel, irgendwo hinlegen, vergessen. Ja? Bei der nächsten Tour hoffentlich nicht immer noch vergessen, sondern dann wieder mitnehmen. Wenn man ihn dann doch vergisst, dann hat man ihn halt nicht dabei, aber da verschützt halt überhaupt nichts vor Vergessenwerden. Von daher ist das super pflegeleicht. Was muss man mit dem Sawyer machen? Den muss man erstmal trockengelegt bekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn an eine Schnur festbinden und drehen, damit zentrifugenmäßig das Wasser rausgedrückt wird. Man kann durchpusten wie ein Blöder. Ich glaube, das sind so die zwei wesentlichen. Wer noch mehr Methoden kennt, bitte gerne. Dann sollte man den regelmäßig rückspülen. Das muss man mit dem Ding hin und wieder auch tun. Dazu kommen wir gleich. Aber dieses Rückspülen macht Arbeit, egal was man dafür nimmt. Die mitgelieferte Spritze, irgendwas selbstgebautes, improvisiertes, völlig egal. Macht Arbeit. Dann ist er nass, dann muss man ihn für längere Lagerung und je nach Temperatur ist längere Lagerung auch schon 2 Wochen, muss man ihn vorher desinfizieren. Das soll man mit dem hin und wieder auch tun, aber wahrscheinlich ist das viel weniger ein Thema. Und wenn doch, wenn du es nicht machst und es geht schief und er fängt an zu schimmeln, dann siehst du es. Beim Sawyer, wenn du es nicht machst und er fängt an zu schimmeln, dann weißt du es nicht. Das ist so ein Thema, ja. Außerdem, das offene Design lässt einem zumindest auch ein bisschen die Chance, Verletzungen an der Filtermembran, wenn da irgendwas gerissen ist oder irgendwas kaputt ist, dann kann man das mit bloßem Auge möglicherweise auch erkennen. Das ist ein kleiner Vorteil, weil beim Sawyer gibt es auch diverse Möglichkeiten, wie man da vermuten kann, dass der noch funktioniert oder eben nicht mehr funktioniert, wenn man zum Beispiel durchpusten kann oder nicht durchpusten kann und solche Sachen. Fragt mich da bitte nicht nach Details, da müsst ihr dann jemanden fragen, der mit dem Sawyer-Dingern mehr gearbeitet hat als ich. Ich hatte ja auch mal einen und der ist dann geschimmelt. Deswegen habe ich keinen mehr. So, das offene Design hier hat einen Preis sozusagen. Das hat nicht nur Vorteile, sondern deswegen ist dieses Rückspülen, wie das im Sawyer geht, was grundsätzlich ein tolles Patent ist, ist hier nicht möglich. Stattdessen kann man den bloß unter Wasser ein bisschen ausschwenken, unter Wasser ein bisschen ausspülen, hier reinstecken mit sauberem Wasser, das vorher gefüllt haben und schütteln. Das sind die Möglichkeiten, den zu reinigen. Wird er dadurch sauberer? Ja. Wird er damit in dem Maße wieder frei von allen, wie man das beim Rückspülen mit dem Sawyer machen kann? Nein. So, also man kann den gar nicht rückspülen. Das hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ja? Also Nachteil, es geht nicht. Vorteil, wenn man ihn nicht rückspült, hat man auch nicht das Risiko, dass wenn man mit zu viel Druck zurückspült, Dinge aus den Poren, also aus den Sieböffnungen, rausgerissen werden mit ganz viel Druck und dabei die Öffnung geweitet wird. Das kann nämlich durchaus passieren. Dieser Kunststoff, der hier verwendet wird, sowohl beim Sawyer als auch bei dem hier, der ist nicht super, super robust. Der vom Sawyer soll angeblich robuster sein als der von dem hier, aber trotzdem kann es sein, dass diese einzelnen Öffnungen beim Rückspülprozess verletzt werden. Und wenn man mit viel Druck zurückspült, was man muss, wenn der Filter vorher ziemlich dicht gewesen ist, dann schreibt selbst der Hersteller, dass das sehr wohl dazu führen kann, dass die Membran beschädigt wird, wenn man da mit ganz viel Gewalt und Druck an die Sache rangeht. Und wenn die Membran beschädigt ist, dann ist der Filter nicht mehr sicher. Und dann wird man möglicherweise trotzdem krank. Gut. Hier kann das nicht passieren, weil mit viel Druck kann man an dem Ding gar nicht arbeiten. Der Hersteller gibt schon an, man möge das nicht unter fließendes Wasser, unter dem Wasserhahn halten. Jedenfalls nicht so, weil da schon zu viel Druck sein könnte, um hier was kaputt zu machen. Wenn fließendes Wasser, dann so dran vorbeilaufen lassen, also von hier. Dass das nicht direkt da reingeht, sondern nur so langsam dran entlang fließt. Also ein Risiko weniger, eine Option weniger. Also man kriegt ihn nicht mit Druck sauber, man kann ihn aber auch nicht versehentlich dabei kaputt machen. Da muss man jetzt für sich selber wissen, was einem lieber ist. Das ist so für mich so eine, will man mit einem minimalen Risiko, dass der Wasserfilter kaputt geht, ihn super lange nutzen können und immer wieder sauber bekommen, das ist vielleicht auch eine Geldfrage. Oder will man lieber einen, den man sicher viel häufiger austauschen muss als den Sawyer, aber bei dem man, solange man ihn noch benutzen kann und solange er noch gut aussieht, sich auch einfach viel sicherer,
also für meinen Geschmack viel sicherer, sein kann, dass der dann auch wirklich funktioniert. So, und für mich ist dieser Filter deswegen jetzt besser, das ist auch nochmal ein wesentliches Argument, ich will da erstens reingucken können und zweitens deswegen, weil ich brauche den nur ganz selten. Ich kann meistens Trinkwasser finden, bei dem ich mir sicher bin, dass es die Qualität hat, dass es wirklich Trinkwasser ist und dass ich gar nicht groß darum filtern muss. Und damit muss ich nur ganz selten mal filtern. Und wenn ich filtern muss, dann wirklich auch in einer Situation, in der eine gewisse Not da ist. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mal Wasser filtern, das schon ziemlich, das ein bisschen dreckiger ist. Und dann verstopft so ein Filter relativ schnell. Und da kommt noch ein Vorteil zum Tragen, der hier verstopft weniger schnell als der Sawyer. Weil der hier hat eine generell höhere Durchflussrate als der Sawyer. Und damit, also der klassische Standard-Sawyer, so dieser ganz, ganz kleine, ja, da gibt es noch diverse andere Modelle, bei denen stimmt das dann nicht. Muss man sich angucken, welche Modelle man miteinander vergleicht. Aber damit habe ich mit dem mehr Emergency-Notsituation-Wasser-Bekommen-Möglichkeit als mit dem Sawyer, auch wenn ich den auch mal rückspülen kann und so weiter, aber auf die Kürze in einer wirklich kurzen, jetzt mal eben eintretenden Wassermangelsituation ist der für mich persönlich zuverlässiger. Für langfristigen Gebrauch, für ganz lange Touren, wo ich ständig dieses Wasser mit dem Ding filtere, da brauche ich überhaupt, da habe ich keinen Wasserfilter. In solche Länder reise ich bisher nicht. Wenn das mal ein Thema sein sollte, muss ich mich vorher nochmal über Wasserfilter Gedanken machen. Aber für mich spielt das einfach keine Rolle. Ich muss nicht täglich mein Wasser filtern. Dafür würde ich aber auch keinen Sawyer mitnehmen, wenn ich das täglich machen müsste, sondern wirklich dann einen richtigen Kartuschenfilter, irgendwas, was Hochwertiges, gerade in tropischen Regionen, wo alles Mögliche im Wasser drin sein kann, was einen wirklich auch rumbringen kann und so weiter. Also da würde ich kein Risiko eingehen, sondern einen richtig, richtig guten, dann auch gerne ein bisschen schwereren, aber richtig, richtig guten Wasserfilter mitnehmen. Ja, soweit. Genau. Auch das Thema Gefrieren. Ja? Diese Filter, alle Hohlmembranfilter, dürfen nicht im nassen Zustand bei Kälte gelagert werden, weil dann kann sich Eis in der Membran bilden und dehnt sich aus und weitet die Membran oder zerreißt die Membran. Ist beides gleich gefährlich. Und in dem Fall ist der Filter nicht mehr dicht und man wird vielleicht doch krank, wenn man eben Wasser damit filtern möchte. So, das ist deswegen hier auch ein bisschen besser gelöst, weil man den schneller trocken bekommt. Und wenn der trocken ist, dann kann der nicht mehr gefrieren. Dann kann der auch nicht entsprechend reißen. Und dann ist man da auf der sichereren, ja, nicht sicher, aber sicherer als beim Sawyer-Seite. Einfach weil das Risiko des Gefrierens reduziert ist, weil er schneller trocken ist. Ja, Nachteile von diesem Filter. Ja, muss man jetzt mal primär Nachteile aufzählen. Aber vorher Gründe, weshalb ich ihn gut finde, habe ich genannt. Das war also der Positivteil. Nachteile kommen jetzt. Vorher muss ich den Akku wechseln. So, also Nachteile sind bis zum gewissen Grad dieser Sack. Der ist zwar sehr, sehr leicht und bei Sawyer wird ja auch so ein Plastiksack verwendet. Der Sack hier gefällt mir qualitativ ehrlich gesagt besser, aber der hat die Möglichkeit, dass er falsch eingesetzt wird. Ja? Und das ist ein potenzieller Nachteil, weil wenn man hier drauf und zuschraubt, soll man auf keinen Fall hier unten am Sack halten, weil damit kann der Sack zerstört werden, wenn man hier mit viel Gewalt rumdreht. Ne? Also gerade beim feste Zuschrauben, beim feste Auseinanderschrauben, sondern man muss hier oben am Rand, hier ist so ein Rand, der ist aus härterem Plastik, ne? Der lässt sich nicht knautschen, hier unten alles knautschbar. An dem soll man es festhalten und der Übergang zwischen diesem festen Rand und dem soften Sack, da bin ich sicher, wie lange das hält. Keine Ahnung. Ja? Wahrscheinlich trotzdem sehr lange, aber das gefällt mir nicht ganz so gut. Da hätte ich eine andere Lösung, die andere dieser Säcke haben, nämlich überhaupt keinen festhaltbaren Rand, wo alles knautsch ist und wirklich bloß die Öffnung die Öffnung ein bisschen fester ist, da komme ich besser mit zurecht. Das ist weniger angenehm zum Schrauben, aber dafür habe ich das Gefühl, das hebt dann deutlich länger und da finde ich also andere Hydra-Packs, das hier ist auch ein Hydra-Pack, also der Hersteller ist Hydra-Pack von diesen Säcken, da finde ich die anderen besser. So, dann nächstes, dieses Gewinde hier, das ist passend für Hydra-Pack-Säcke, für nichts anderes. Bei Sawyer kann man die mit einem stinknormalen PET-Flaschengewinde auf jede stinknormale PET-Flasche draufschrauben und dann hat man aus einer PET-Flasche und dem Sawyer-Filter einen Wasserfilter gebaut. Hier muss man immer so einen Sack dabei haben, mindestens den oder halt einen großen oder irgend sowas in der Richtung. Ja,
Das ist definitiv ein Nachteil. Dass es Wassersäcke gibt, die speziell hier drauf passen, das ist ganz schön. Wenn es aber ein Universalgewinde wäre, wäre es in jedem Fall schön. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil, den man nennen muss. Dann die Kapazität, wie viel man damit filtern kann, das ist beim Sawyer halt schon auch nochmal ein bisschen größer. Heißt, der Sawyer wird einem bei richtiger Pflege, wenn man dann in der Lage ist, den richtig zu pflegen und da Bock drauf hat, wird einem der Sawyer länger halten. Damit ist der Sawyer, die kosten sonst so ungefähr das gleiche Geld, aber da der Sawyer länger hält, ist der Sawyer etwas billiger. Ja? Dieses Ding, dieser eigentliche Filtereinsatz, den kann man nachkaufen für ca. 27 Euro. Wenn der also kaputt ist, dann zahlt man halt mal 27 Euro, dann hat man einen neuen. Ja? Problem ist jetzt auch folgendes, wenn man Wasser transportieren möchte, dann, Moment, ich muss hier jetzt mal ein bisschen hantieren, brauche ich nochmal wieder eine dritte Hand, habe ich natürlich nicht, und. Also wenn man Wasser transportieren möchte und füllt sich hier jetzt Wasser rein, na, das seht ihr jetzt eh nicht so richtig, ich nehme jetzt gerade mal ganz wenig Wasser, reicht ja. Gibt mir eher als die Hälfte über die Hose. Und macht hier jetzt den Filter drauf und hat jetzt für den Filter gerade keinen Deckel, dann fließt das da einfach raus. Ja? Aber so konnte man natürlich. Kann man natürlich so trinken. Oder es gibt da dieses lustige Verschlusskäppchen. Und wenn man das noch draufschraubt, dann ist er halbwegs dicht. Ja, da kommt jetzt so nichts raus. Ich sage jetzt absichtlich halbwegs dicht, weil dieses Verschlusskäppchen, das ist schon ein bisschen filigran. Ja, gerade auch dieser dynamische Sportler-Nuckelkopf hier, das Deckelchen hier, dieses Element, das wird recht schnell abbrechen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das lange hält. Das ist einerseits dann scheiße, weil dann ist der Deckel undicht. Andererseits, das ist ein stinknormaler Kopf von irgendwelchen Sportflaschen auf dem Supermarkt mit normalen PET-Flaschengewinde. Das heißt, man kriegt dieses Teil für quasi gar kein Geld ersetzt und kann sich davon beliebig viele daheim einlagern und das dann halt austauschen, wenn es notwendig ist, und nimmt davon noch zwei auf Tour mit. Die wiegen ja nun auch nichts. Wem das egal ist, dem kann das egal sein. Oder man schraubt hier einfach einen PET-Flaschendeckel drauf, dann hat man halt nicht mal diesen fancy Nuckelanschluss, aber das Ding ist dann auch dicht. Ja? Also das sind so mögliche Modifikationen. Jetzt habe ich überlegt, wenn man das Wasser doch nur schwierig mit eingebautem Filter langfristig transportieren kann, wie wäre es denn, wenn man hier einfach einen Deckel drauf macht, also einen richtigen Deckel, nicht den Filter, sondern einen Deckel. Und da gibt es ja eben diese anderen Hydra-Pack-Säcke, die mit Deckel geliefert werden. Und wenn man da den Deckel draufschraubt, dann ist etwas sehr schade, weil dieser Deckel hat ein sehr langes Gewinde und diese Flasche hat ein sehr kurzes. Und das führt dazu, dass, ja, das ist undicht bis zum geht nicht mehr. Das heißt, der Deckel funktioniert überhaupt nicht. Umgekehrt, hat man einen großen Hydra-Pack-Trinksack und will da so einen Filter draufschrauben, das funktioniert hingegen sehr gut. Das ist auch dann gar kein Problem. Und solange der Filter noch ein Käppchen hat, das dicht ist, oder man einen PET-Flaschendeckel draufgepackt hat, dann nein, doch nicht ganz. Ne? Also das dicht zu bekommen, wirklich mit dem Filter, das ist ein bisschen schwierig. Ja? Also das geht zwar, und ja, man kann natürlich auch Wasser filtern, solange der offen ist, dann läuft das meiste Wasser da durch und nicht dran vorbei. Aber das ist auch dann wieder gefährlich, weil wenn das doch nicht ganz dicht ist, ja, und es doch was vorbeigeht, nicht in der Filterkappe oben, sondern unten am Drehring, sollte man das wirklich nicht... Ui, da kracht ein Baum. Sollte man das wirklich nicht ganz dicht kriegen. Jetzt habe ich alles schön zugeschraubt. Und dann geht's auch, ja. Aber es besteht ein kleines, vielleicht ganz kleines Restrisiko, dass der hier nicht richtig sitzt. Und dann dreht man das um und dann läuft einem hier das Frischwasser raus und nebendran einzelne Tropfen Dreckwasser. Und einzelne Tropfen Dreckwasser können einem schon sämtliches Frischwasser, also Trinkwasser, wieder ruinieren. Und da muss man also wirklich vorsichtig sein, dass man ja richtig schraubt und im Zweifel wirklich nur, wenn man da ganz paranoid sein möchte, wirklich nur die vorgesehenen Säcke, die zum Filter passen, entsprechend verwendet und sich das Wasser einfach dann von dem Sack mit Filter in irgendein anderes Gefäß reinfiltert. Dann braucht man auch nicht 17 von diesen Säcken mitzuschleppen, wenn man entsprechend viel Wasser transportieren will, sondern einer reicht ja im Grunde. Es ist ja nur das Filtergefäß zum eigentlichen Filtern. Ja, so. Also das sind so die mannigfaltigen Nachteile, die da eine Rolle spielen. Ein letztes noch, weil
wird langsam lang, das Ganze. Aber einen letzten Punkt möchte ich noch kurz erwähnen. Der Sack, der ist made in China. Ja? Das ist jetzt nicht so, nicht unbedingt jetzt ein super Qualitätsmerkmal. Ja? Mitunter ist das Zeug in China zwar durchaus ganz gut hergestellt, aber ein wirkliches Qualitätsmerkmal würde ich es jetzt auch nicht nennen wollen. Der Sawyer, der ist made in was weiß ich wo. Keine Ahnung, Taiwan, sonst wo, was weiß ich. Entwickelt wird das zwar in den USA und da hockt auch die Firmenzentrale, aber die bauen halt auch eben in sonst wo. Der Katadynfilter, dieses Ding hier, ja, also das Filterelement selbst, nicht der Sack, sicherlich auch nicht die Plastikkappe hier vorne, aber das ist Swissmade. Ja? Und jetzt kann man hin und wieder mal einen fröhlichen Kommentar zu den Schweizern machen. Aber qualitativ ist das Zeug, was die bauen, puh, also da wüsste ich kein Land, dem ich da mehr vertrauen würde. Und Vertrauen ist jetzt noch so ein ganz wesentliches Element, weil was macht ein Wasserfilter? Er beschützt uns vor unsichtbaren Dingen. Und damit ist Vertrauen und Glaube in diesem Fall schon ein bisschen ausschlaggebend. Man muss seinem Wasserfilter schon vertrauen können. Man muss glauben können, dass der korrekt gebaut worden ist, dass der funktioniert, dass der überprüft worden ist, ob er auch funktioniert, dass das alles korrekt abgelaufen ist, weil man sieht es ihm nicht an. Man wird niemals einen defekten, also außer er ist grün und blau und so weiter, oder es geht einfach kein Wasser durch, aber man wird ihm einen Defekt, dass die Poren einfach zu groß sind, das wird man dem nicht ansehen. Und ein einfacher Konstruktionsfilter, die Poren sind zu groß, und man kauft das Ding trotzdem und rennt damit durch die Gegend und denkt, man kann jetzt sein Wasser filtern und am Ende ist man dann doch krank, weil ja die Poren doch zu groß gewesen sind, der kann ein großes Problem sein. Und ich glaube nicht, dass bei einer Schweizer Firma, die nur Wasserfilter produziert, die sich auf nichts anderes spezialisiert hat, also die Herstellung von Wasserfiltern, da halte ich das Risiko für ein Montagsprodukt für quasi nicht existent. Bei einem Made-in-China-Filter, der in den USA designt worden ist und dann von irgendwelchen günstigen Arbeitern oder in Taiwan oder sonst wo zusammengebaut wird, da halte ich das Risiko, ich persönlich, nennt mich paranoid, ich halte das Risiko für vorhanden, ja? Und schwerer Satz. Wenn ich dann schon weiß, wenn ich jetzt mal Wasser filtere, dass ich wirklich filtere, dann bin ich mir sicher, dass da auch was drin ist. Und wenn das da drin ist, dann will ich auch wirklich, dass das draußen bleibt. Und dann will ich auch wirklich einen Filter, dem ich 100% vertrauen kann. Und dann ist es mir egal, ob der 50 oder 500 oder 500.000 Liter filtern kann. Wenn die ersten paar Liter, die ich damit filtere, schon unzuverlässig sind, dann ist mir das völlig Schnurz. So, und deswegen mag ich den lieber. Ne? Und aus den anderen genannten Gründen. Das war's, jetzt bin ich durch. Das ist also jetzt der Wasserfilter, den ich zusätzlich zu Micropur-Tabletten in Zukunft, zumindest bei ein bisschen längeren Touren, mitnehmen werde, mitführen werde, als Backup, wenn man ihn doch mal braucht, wenn man doch mal Angst vor Cyanobakterien hat. Ihr erinnert euch am Anfang, Cyanobakterien sind so der wesentliche springende Punkt und ist natürlich günstiger, Wasser zu filtern, als Tabletten reinzuschmeißen, weil die sind hinterher weg. Der Filter nutzt sich nur sehr langsam ab. Wobei, vielleicht ist es auch nicht günstiger. Es kommt darauf an, wie teuer die Filterelemente sind, ne? Und wie schnell sie sich abnutzen. Jetzt aber wirklich Schluss. Tschüss.